Ja, hallo liebe Freunde, hier ist euer Marc und ich habe in letzter Zeit einige Zuschriften bekommen zu dem Thema Schauspiel. Ist eine Schauspielschule sinnvoll oder beziehungsweise kann ich auch Schauspieler werden, ohne dass ich eine qualifizierte Schauspielausbildung gemacht habe? Dazu kann ich sagen, ganz klar und deutlich, ja, es ist möglich, aber natürlich mit Einschränkungen. Und welche das sind und wie das Ganze funktionieren kann, das erkläre ich euch jetzt. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, den Beruf des Schauspielers auch ohne Schauspielausbildung auszuüben. Allerdings sind hier einige Dinge auch zu beachten, die du unbedingt wissen solltest. Und eins vorweg, bevor ich zur Erklärung komme, man muss wissen, zum einen, wenn ich wirklich diesen Beruf als Schauspieler ausüben möchte, muss ich wirklich wissen, was kommt da auf mich drauf zu. Denn eins ist wichtig, Engagement, viel, viel Selbstdisziplin, harte Arbeit an dir selber und letztendlich Durchsetzungsvermögen und letztendlich auch zum Schluss auch noch Glück. Denn es gehört Glück wirklich auch in diese Branche mit dazu. Prinzipiell rate ich wirklich jedem, gerade wenn ihr noch ziemlich jung seid und vielleicht gerade erst aus der Schule raus seid, macht erst eine vernünftige Berufsausbildung und wenn ihr dann immer noch wirklich Schauspieler oder Schauspielerin werden wollt, dann geht erst zu einer Schauspielschule oder versucht es anderweitig. Denn man muss gleich von vornherein dazu sagen, aktuell gibt es in Deutschland 65.000 bis 70.000 arbeitslose Schauspieler. Das solltest du auf jeden Fall damit beachten oder dabei beachten. Denn es ist wirklich so, es gibt auch jedes Jahr viele, viele Absolventen, denn im Moment boomt, ja, ich sag mal, die Schauspielerei letztendlich in Deutschland. Jeder will Schauspieler werden. Ja, kommt auch durchs Fernsehen natürlich, durch sämtliche Formate, die es da mittlerweile auch gibt. Jeder möchte wirklich Schauspieler werden oder zumindest viele von euch wollen Schauspieler werden. Ich nehme mich da nicht raus, mir geht es genauso. Ich habe aber mittlerweile schon viel Erfahrung mit der Schauspielerei. Ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe viele Sets kennengelernt. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Leuten unterhalten, mit vielen Regisseuren unterhalten. Und letztendlich auch einiges an Dreh- und Spielerfahrung sammeln dürfen, sowohl in den Anfängen als Komparse, letztendlich aber auch in der Schauspielerei. Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück, ist eine Schauspielausbildung unbedingt nötig, wenn ich Schauspieler werden möchte, beziehungsweise kann ich Schauspieler werden, wenn ich keine Schauspielausbildung besitze? Ganz klar, ja. Man kann den Beruf des Schauspielers auch ohne Schauspielausbildung ausüben. Wichtig ist hierbei aber, wie gesagt, der Wille zum Erfolg, der muss auf jeden Fall da sein. Und vor allem, du musst wirklich stetig an dir arbeiten, denn ansonsten wird das Ganze wirklich nichts und dann lass es lieber sein. Entweder bist du zu 100% mit deinem Herzen in diesem Job dabei oder lass es ganz einfach sein. Es gibt einige Schauspieler in Deutschland, die es ohne Schauspielausbildung geschafft haben, beispielsweise fällt mir jetzt spontan der Jürgen Vogel ein, der hat es geschafft. Man muss aber auch dazu sagen, der ist wirklich mega, mega gut, hat ein außerordentliches Talent und macht seine Arbeit sehr, sehr gut. Was will ich damit sagen? Es ist durchaus möglich, wenn du keine Schauspielausbildung machen kannst, möchtest oder vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel dazu hast, denn so eine Schauspielausbildung ist ja auch sehr teuer, kannst du dennoch den Beruf des Schauspielers ausüben. Denn Schauspieler ist in Deutschland kein geschützter Beruf oder kein eigenständiger Beruf. Das wird vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann mal so kommen. Ich würde es mir auch wünschen, auch alleine für diese Branche und auch für die Leute, die eine Ausbildung machen. Aber aktuell ist es wirklich kein geschützter Beruf. Das heißt also wirklich, du musst hart an dir arbeiten. Ich empfehle dir wirklich, wenn du keine Schauspielausbildung hast oder machen möchtest, aus irgendwelchen Gründen, nimm zumindest Schauspielunterricht bei einem wirklich guten Schauspiellehrer, mindestens ein- bis zweimal die Woche, dass ihr wirklich kontinuierlich am Rollenspiel arbeitet, an der Mimik, an der Gestik, an der Konzentration, auch an der Sprache, denn das ist auch sehr, sehr wichtig. Das kann ich dir nur empfehlen, dazu dann aber auch in einer meiner nächsten Sendungen wesentlich mehr dazu. Trenn dich bitte von dem Gedanken, wenn du eine Schauspielausbildung genossen hast, dass du damit richtig viel Geld verdienen wirst. Das wird grundsätzlich erstmal nicht der Fall sein.
Vielleicht wird es auch nie der Fall sein. Davon musst du immer ausgehen. Geh immer vom schlechtesten Fall aus. Wenn es mal andersrum laufen sollte und du verdienst damit wirklich mal einen Haufen Geld und du bist gefragt, herzlichen Glückwunsch, das würde mich auch sehr freuen, wenn das tatsächlich so ist. Aber bitte geh erstmal davon aus, dass es wirklich nicht der Fall ist. Die meisten Schauspieler, die ich zum Beispiel auch kenne, die auch in einigen Produktionen im Fernsehen oder im Theater mitwirken, die haben alle immer noch einen Hauptjob nebenbei. Ja? Das heißt, der Beruf des Schauspielers, der wird immer, ich sag mal, auch von den Medien so hoch gelobt und auch so glamourös verkauft, ist alles schön und gut, gehört auch alles dazu. Die Wahrheit ist meistens aber wirklich eine andere und dessen solltest du dir wirklich immer bewusst sein. Also, wenn du den Beruf des Schauspielers ausüben möchtest, dann auf jeden Fall hab immer einen Job nebenbei am Laufen, der dich ernährt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach die Schauspielerei nebenbei, auch wenn du eine Schauspielausbildung genossen hast. Letztendlich ist es immer wichtig, und das sage ich auch immer wieder, dir bringt wirklich eine gute Schauspielausbildung in Anführungsstrichen jetzt einmal nichts, wenn du dein Handwerk nicht verstanden hast oder aber wenn du nachher bei dem Job nicht funktionierst. Ja? Man muss sich das vorstellen wie ein Fußballspieler auf dem Fußballplatz. Letztendlich ist es nachher wichtig, was du da ablieferst auf dem Platz. Das ist entscheidend. Das, was davor war, wie dein Training war, wie deine Ausbildung war, ist halt zum einen Bestandteil natürlich auch wichtig. Aber letztendlich ist es mehr oder weniger wichtig, was du nachher auf dem Platz ablieferst. Ob du gut spielst, ob du gut verteidigst, ob du Tore schießt, was auch immer dann deine Aufgabe da ist. Und so ist es letztendlich als Schauspieler auch. Hast du eine gute Ausbildung genossen, aber bringst halt am Set nichts oder am Theater irgendwie nichts und du bringst dieses gewisse Etwas nicht rüber, dann war letztendlich doch irgendwo alles umsonst. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt viele Naturtalente da draußen, meines Erachtens zumindest. Ich habe ja nun viele, viele Leute auch kennengelernt, die wirklich sehr gutes Schauspiel auch machen, auch ohne Schauspielausbildung, die es aber wirklich auch verdammt schwer haben. Mit Schauspielausbildung ist es natürlich so, zumindest auch hier in Deutschland, du hast dann natürlich wesentlich bessere Chancen, irgendwo unterzukommen. Sei es bei professionellen Casting oder beziehungsweise bei professionellen Castern, sei es an Theatern oder letztendlich nachher auch beim Film und Fernsehen. Die Chancen, dass du genommen wirst, sind, ich sag mal, so ein Funken besser letztendlich, aber immer noch keine Garantie dafür, dass aus dir was wird. Ja, das musst du wirklich dabei beachten. Und das muss auch immer bei dir im Hinterkopf abgespeichert sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du kontinuierlich an dir selber arbeitest. Egal, ob du gerade eine Schauspielausbildung machen wirst oder ob es nur eine Schauspielausbildung ist. Es ist wirklich immer wichtig, dass du kontinuierlich an dir oder an deiner Performance, an dir als Person, als Persönlichkeit arbeitest. Das ist mega, mega wichtig und das lege ich dir ganz, ganz groß ans Herz. Denn ansonsten wirst du in dieser Branche ganz, ganz schnell untergehen. Und kenne ich auch, es gibt immer sehr viele Leute da draußen, gerade auch in dieser Showbranche, die loben dich wirklich zum Himmel. Du wirst aber erstmal auf Wolke 7 schweben, wie toll du bist. Letztendlich ist es aber entscheidend, ob du nochmal gebucht wirst und wie oft du dann gebucht wirst von diesen Leuten. Wenn die sich innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre gar nicht mehr bei dir melden, dann ist es üblicherweise so, wie es in dieser Showbranche auch ist, meistens dicke Luft, heiße Luft, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will und meistens auch überhaupt nichts dahinter. Melden die sich allerdings wieder bei dir, dann kannst du davon ausgehen, dass du wirklich interessant für diesen Markt bist und dann solltest du auf jeden Fall definitiv dabei bleiben und immer hart an dir arbeiten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen kleinen Einblick verschaffen, ob es mit Schauspielausbildung geht oder nicht. Über Kommentare würde ich mich natürlich immer freuen, genauso über Fragen. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche anderen Fragen zum Thema Schauspiel, Film, Fernsehen, Theater, die noch offen geblieben sind oder die ihr schon immer mal wissen wolltet. Stellt sie mir einfach, ich versuche es einfach in einem der nächsten Blöcke, die ich dann für euch nochmal herausbringen werde, zu beantworten. Eines der nächsten Themen wird sein, der Unterschied zwischen privaten Schauspielschulen und staatlichen Schulen, Vor- und Nachteile, denn das ist auch durchaus nochmal gar nicht so uninteressant. Ja, ich freue mich, dass du mir zugesehen hast und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Au revoir, bis bald, euer Marc.